So, da sind wir wieder zur fünften Folge für diese Woche im Bausimulator. Und wir holen gerade die letzten Segmente, bevor dann wahrscheinlich die, wenn ich schon hinten sehe, die Dinger fällig werden. Die, ja, ihr wisst schon, ja, es ist jetzt die Flügel, genau. Und aber davor müssen wir wahrscheinlich hier auf der Baustelle erstmal die Segmente aufbauen. Noch eins fehlt zum Abladen und dann warte ich mal, weil dann muss wahrscheinlich erstmal der Motor da drüben und die anderen Segmente erstmal aufgebaut werden. Jetzt muss natürlich wieder warten, bis der Simon umgestiegen ist. Da ist er auch schon wieder. Jawohl. Genau. In dieser letzten, ich glaube letzte Folge für diese Woche, ja, ja. Oder? Müsste eigentlich die Weihnachtsfolge sein, ne? Aha. Ja, genau. Kann man mich jetzt auch wieder normal verstehen, beziehungsweise ich kann erstmal den Stefan. Du machst mein Auto kaputt. Ja. da eben mein Kumpel ins Bett gegangen ist, habe ich jetzt wieder kurz in der Stream oder in der Folgenpause habe ich jetzt wieder mir den kompletten Sound auf meine Ohren gelegt. Das heißt, ich kann Stefan jetzt auch wieder deutlich besser verstehen. Bereich wahrscheinlich das da hinten. Ja. Wieder ein bisschen zu nah rangestellt, ne? Das ist ärgerlich. Ja, wegen dem Müh ist es drin. Ja, der guckt da ein bisschen rein. Ja. Ein bisschen. Jetzt hoch. Ja, Turmsegment platzieren. Okay, da habe ich jetzt aber Angst vor. Mit dem Kirsch muss ich anfangen, ne? Ja. Oh, Discord macht Sound. Rico, bist du es auf Discord, oder? Also ich bin's nicht. Ja, okay, schau so ein bisschen zu. Würde uns auch freuen. So, da setzt du den Turm. Lass mich erstmal gucken, dass ich auf die richtige Höhe überhaupt komme. Ja, so kann man natürlich auch platzieren. Mhm. So. Nächste Bausegment. Ja, ich mach's intelligent. Ich mach's jetzt sogar sehr intelligent. Ist noch von dir gleich gewöhnt. Ich weiß. So. Muss jetzt nur gucken, wie war's wo. Fahren, ankoppeln. So, gucke mal. Jetzt ziehe ich ihn einfach hoch. Ja. War schon mal einfacher zum Anhängen. Mhm. Ich muss ja fast senkrecht sein, ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja, dann muss ich wahrscheinlich näher hinfahren zum Turm. Umparken. Aber rausfahren kannst du ja, du hast noch ein paar Elemente zum Rausfahren. Ja. Ich habe gerade irgendwie wieder die Steuerung vergessen. Wir laufen mal ein bisschen weiter weg, damit wir noch mehr sehen vom Turm. Was jetzt größer wird. Ah, das ist jetzt echt eine Herausforderung, so das Ding hier so
Macht aber trotzdem super, gell? Zu platzieren. Na, ich sehe schon, ein paar Segmente habe ich noch, wo ich wirklich ausfahren kann. Mhm. Aber wenn du alles da oben platzierst, also ich glaube, da muss ich echt ein bisschen näher ran haben. Das sehen wir dann ja. Das ganz fein macht für dich. Fein macht für dich fein. Wenn der hier weitermacht, geht es hier um meine Fertigkeit. Ich bin hier um eine Stufe nach oben. Das ist die Frage, was nehmen wir denn hier? Schüttgutkapazität, Asphaltkapazität, Schaufelkapazität, Beton. Guter Geschäftssinn, was soll das bedeuten? Also es könnte sein, dass ich sogar zu nah dran stehe. Ja. Das werden wir ja gleich sehen. Aber ja. Das ist bisher das Höchste, was man glaubt bisher bauen konnte, ne? Ja. Muss noch weiter wegrennen. Damit man es so sieht. Ich weiß es nicht. Es sieht hammer aus, wie weit du da ausgefahren bist. Das ist ja unglaublich. Physikalisch bezweifle ich es irgendwie, weil wenn du so überlegst, wie schwer so ein Turmelement oder Segment ist und du hängst da hier so weit oben, markierte Bereichräume. Irgendwie muss es ja so ja. Hoch, ne? Das ist ja. Und da müssen zwei Teile raus. Ah ja, wir beide müssen raus. Ja, da bin ich gerade schon dabei. Ja, hier ist es. So. Holen wir noch das andere hier. Und nächste Woche ist ja wieder ETS-Time, ne? Ja. Und dann machen wir, glaube ich, noch eine Folge Silver Run und dann können wir in der Woche nach Silver Run uns überlegen, ob wir dann einsteigen wollen mit der neuen Hofbergmann, weil ich denke mal, dann könnte es sein, dass die schon nach raus ist, die neue Version von Hofbergmann. Also wir sprechen gerade über LST mit dem Dauer. Gondel, habe ich jetzt die Gondel? Ja, oder? Ja. Könnte hier die Gondel sein. Mhm. Und da kommt dann quasi nachher mit die Flügel hier, der Motor rein. Dieses Bildmaterial, wo ich so weit ausgefahren bin, das musst du mir irgendwie zukommen lassen. Okay. Ich habe das immer nur von oben. Mhm. Also... Man kann es auf jeden Fall als scharf sehen oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob man den Screenshot irgendwie machen kann hier. Ja, wie gesagt, ich bin hier schon sehr, sehr weit oben angesiedelt. Ja, ja, und jetzt kommt das vorne dran. Die Narbe muss dann platziert werden. Ja. Ich höre hier oben auch den Wind pfeifen mit der Kamera. So. Man kann auch die Milchstraße erkennen im Hintergrund. Ah, Enrico verabschiedet sich aus dem Live-Chat. Sorry, wenn ich es nicht gleich gesehen habe. Also dann bis zum nächsten Mal, lieber Enrico. Ciao, ciao. So. Ein bisschen zu weit weg, siehst du von hier aus.
müssen wir die Rotorblätter holen, ne? Genau. Also. Aber das ist ja hier schon mal. Ja. Kriegen wir das hin in 5 Minuten? Ja, ja, das kriegen wir hin. Schade, dass ich hier nicht hinfliegen kann. So, jetzt gib ihm Vollgas, Schumi. Deswegen habe ich ja. Haben wir schon wieder Discord-Probleme? Das ist nervig. Ja. Was ist das? Ich sehe es ja nicht, weil ich habe Discord nicht offen zum Sehen. Da hat der Enrico wieder irgendwas leider gemacht, was nicht ganz erfolgreich war, vermute ich mal. Irgendeine Rolle oder irgendwas bei den Bots. Also. Warte mal kurz, das darf man jetzt. Ich muss fünf überspringen zum Discord, mal gucken. Ja, springt die ganze Zeit. Wenn es zu dünn macht, sehe ich kurz bei Enrico den Namen ja. Aufbrechen. Der hat das Handy auf. Ah, der macht immer hier Emojis, deswegen. Hetzele. Ja. Danke für die Emojis und für die Smileys, aber im Live-Chat von YouTube wäre es wahrscheinlich geschickter, weil es dann uns da nicht so stören würde. Gibt es auch die Möglichkeit mit Herzverteilen oder so, ja? Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich immer bei Enrico bedanken für sein Engagement auf unseren Servern sozusagen, auf dem Discord. Ohne ihn würde es so in der Qualität gar nicht geben. Dankend. Gute Nacht, lieber Enrico. Bis zum nächsten Mal. Das ist überhaupt die Frage, ob das hier doch drauf passt. Ja, müsste. Nur andersrum halt, nur andersrum halt. Ja, ja. Habe ich. Perfekt. Und dann mal mit der Schnellreise. Das zu spät. Sehen, wie du da hinkommst. Alles gut. Nein. Nichts passiert. So. Weiß ich, habe natürlich einen schönen Blick jetzt von oben dann. Weil ich finde, nichts passiert. So. Talent nochmal. Gucken wir mal, ob er das hinbekommt hier. Gott. Naja, klar. Der lange Arm des Gesetzes. Es dauert halt so ewig, bis mein Haken da unten ist. Ja. Und ich sehe halt nicht, wann ich unten bin. Mhm. Miete 41.000. Schipup, weg. Ui. Ei. Oh, so. Jetzt. Aber ich glaube, viel ist es jetzt dann nicht mehr, ne? Also ich vermute eine Rotorplatte und dann. Also entweder müssen wir jetzt wirklich alle holen, aber es war ja bloß einer da. Oder er schnappt jetzt über und sagt, okay, pup. Quasi mit dem einen ist okay, nach dem oder den Rest macht ihr dann so. Muss noch ein bisschen drehen wahrscheinlich. Und du bist ja unten drunter, irgendwie. Markierter Bereich räumen. Das ist, was ich gemeint habe. Und der Rest macht er wahrscheinlich dann automatisch. Sag bloß, wir haben es geschafft, die Kampagne. Nee. Nächstes holen. Ich komm. Ich geh mal schön weit weg, damit man schön die Aufnahme sieht. Kannst schon mal runterfahren, deine Kette. Dein Haken. Haken, genau. Ich habe eben ein bisschen mehr Zeit. Ah, die halten sich schon. Ah, Moment, nee, das ist schon da. Ist schon da?
Ja, stimmt. Das liegt hier. Auf der Baustelle. Aha. So, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, das ist aber ganz schön knapp, du. Von hinteren Berg da hoch. Fitness, da Fitness, 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 Fitness. Das ist hier kleine Herausforderung. Boah, aber so. Auf einen Millimeter genau komme ich da ran, du. Ah ja, super machst du das. Das Finale der fünften Staffel. Und links seht ihr schon, wie die anderen sich schon bewegen vom Nachbargrundstück. Markierten Bereich räumen. Und er dreht sich nochmal weiter. Jetzt müsste gleich das letzte Element kommen. Da ist das letzte Element. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn wir es doch auf den letzten... Auf den letzten Drücker schaffen wir es noch. Ich. Ja, ein bisschen in Überzug die Folge, aber wenn wir es dadurch schaffen, dann nehmen wir das gerne in Kauf, oder? Genau, genau. Oh mein Gott. Die letzten Meter. Schaffen wir es. Komm schon! Na? Simon! Ja! Und jetzt kommt der Trick des Jahrtausends. Zurücksetzen! Uff! Und weg ist er! Weg ist der Arm! Baustelle räumen! Ja, ich stehe noch kurz im Weg, deswegen fahre ich hier schnell weg. Halt, ich muss auch mal runter. Ich will der Umwelt beauftragen. Komm, 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 da. Nette Dame, da steht sie. Ja, will ich natürlich hier mitmachen. Ich bin sehr froh, dass deine Firma die Misere in den Griff bekommen hat und sogar etwas Gutes daraus entstanden ist. Ja, ja. Allerdings sind wir mit dem Thema noch nicht fertig. Ich freue mich ja, dass sich wieder mehr Leute ansiedeln, aber das erhöht eben auch den Energiebedarf der Stadt. Es wird also sicher nicht die letzte Windkraftanlage sein, die hier gebaut wurde. Du hast einen wichtigen Grundstein für diesen neuen Weg gelegt, wofür ich dir und deinem ganzen Team im Namen der Stadt danken möchte. Bitte, bitte. Bitte, bitte, ja. Wow, Auftrag abgeschlossen. Alle europäischen Gefangenen abgeschlossen, was? Kamerasequenz wurde gestartet, möchtest du teilnehmen? Ja. Du hast ein Ziel für die aktuelle Ausbaustufe erfüllt. Boah. Gucken wir uns das mal geschwind an. Das haben wir gebaut. Stefan, das haben wir gebaut. Cool. So, jetzt machen wir schon Ausbaustufen. M, boah. Ja. Eine Kampagne, da ist es ein Haken drüber. Jetzt müssen wir noch ein paar Maschinen kaufen. 12 brauchen wir. 58% haben wir schon gekauft. Boah. Kapital muss man 1 Million haben. Haben wir 860.000. Tanken muss man noch ein paar Mal. Reparieren muss man noch ein paar Mal, bis wir es geschafft haben. Ein Polier ist deinem Unternehmer beigetreten. Du kannst ab sofort 2 Aufträge gleichzeitig annehmen. Sollen wir es kaufen für 100.000? Natürlich. Wir haben es gekauft. Jetzt können wir 2 Aufträge gleichzeitig entgegennehmen. Das ist doch das, wo wir hinarbeiten wollten. Damit wir endlich auch parallel arbeiten können. Können wir jetzt wirklich 2 Aufträge machen? 2 Aufträge. Gucken wir mal gleich mal rein. Welche Jobs haben wir denn? Kampagnentechnisch erneuerbare Energie sind wir fertig. Und ich würde jetzt Verkehrswege machen. Die Straßen bauen. Dann sind wir quasi wieder unterwegs dort. Hm? Ja gut, da können wir nur... Ja gut, das können wir theoretisch annehmen, oder? Genau. Soll ich ihn annehmen? Ja, nimm an. Okay, der ist angenommen. Genau. So, jetzt passt auf. Pro Kampagne kannst du bloß einen Auftrag nehmen, das heißt, wir müssten dann quasi. Da könnten wir zum Beispiel Prestige-Objekte oder kulturelles Erbe annehmen.
Prestigeobjekt, oder? Bei der Kampagne, da gibt es ja einmal Verkehrswege, wo du ja drin bist. Dann gibt es noch nebenher kulturelles Erbe und Prestigeobjekte. Ich habe Ding schon angenommen. Verkehrswege. Genau. Und ich kann jetzt noch die Zufahrtsstraße, kann ich auch noch annehmen. Mach mal. Geschafft. Haben wir jetzt zwei Kampagnen gleichzeitig? Genau, genau. Prestigeprojekt und Verkehrswege. Ja. Also das ist jetzt einmal hier ausgetrickst, ne? Ja, ist ausgetrickst. Jetzt siehst du ja, mit dem Polieren und Polierkraus kannst du zwei Aufträge machen. Somit ja, aber ich habe jetzt nur können eine Kampagne annehmen und okay. Bei dem zweiten Job wäre es ein normaler Auftrag gewesen. Okay, nee, ich bin jetzt bei Prestige-Objekt rein und habe da den zweiten. Das heißt, wir können jetzt nächstes Mal parallel arbeiten. Gucken, dass wir halt mit Verkehrsweg anfangen und dann bei Prestige-Objekt ist zum Beispiel auch eine Straße zu machen, dann machen wir halt da auch erstmal die Straße fertig, dann kann man parallel arbeiten. Cool, cool, cool. Ja. Aber, liebe Zuschauer, das gibt's alles beim nächsten Mal. Wie können wir es hinbekommen? Wie managen wir das? Verkehrswege und Prestigeprojekte parallel zu fahren? Kommen wir da durcheinander oder wird es doch bloß wieder ein eins nach dem anderen? Das werdet ihr alles da sehen. Also bleibt dabei hier und besucht uns auf dem Discord, beziehungsweise lasst auch ein Abo da und natürlich auch eine Glocke. Dann verpasst ihr nicht die neuen Folgen, wie zum Beispiel nächste Woche den ETS oder da drauf, die Woche drauf wieder den Landwirtschaftssimulator. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß im Betrachten der Folge, beziehungsweise für die nächsten Folgen viel Spaß. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Deswegen übergebe ich nicht mich, sondern ich übergebe an Simon. Simon, so, deine letzte Folge. Oh, Entschuldigung. Ich war gerade so ein bisschen in Gedanken am Abschweifen wegen heute, weil wir haben jetzt 1 Uhr nachts. Ja. Weil ich noch viel, viel, viel Arbeit vor mir habe mit meinem besten Kumpel, meinem Bruder von einer anderen Mutter. Genau, letzte Worte. Wie immer, danke für euren Support. Danke, dass ihr uns hier unterstützt in unseren Projekten, sind es ja mittlerweile. Ja. Sei es gemeinsam oder die Single-Projekte, wie bei dir die neue von Natal, die... Hast du noch die Multimap? Die Multimap nicht, nein, ich komme gar nicht dazu, aber dafür halt Car Mechanics Simulator und Mountain Blade Bannerlord. Und genau. Bald auch die Galgenberg. Wenn ich mal Zeit habe, dann probiere ich mir die Galgenberg an. Okay, genau. Und ja, dann bleibt mir nur zu viel zu sagen. Schaut nächsten Freitag wieder rein im Euro Truck Simulator 2. Ich freue mich schon. Wo wir diesmal hinfahren werden. Genau. Ich denke mal, wir werden jetzt eine kürzere Strecke suchen. So, ich würde mal so denken, so 800, 900 Kilometer lang. Ja. Das dürfte ungefähr hinhauen für den Stream, für die Länge. Ja. Und ja, wir sind ja in Strip im Euro Truck Simulator. Genau. Genau, wie gesagt, bis dahin habt noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Gutes Nächtle. Bis dann. Ciao, ciao.